Und so blieb es ein Gestolper und Gestocher. Rumpelfußball, dein Name sei Borussia Dortmund. Nuri Sahin, ein Stehgeiger vor dem Herrn, setzte dem Ganzen die Krone auf. Quo vadis, BVB. Auf vielfachen Wunsch vor allem der Zuschauer aus dem Raum Gelsenkirchen soll in dieser Sendung Borussia Dortmund sehr kritisch hinterfragt werden. Das wollen wir machen als einzige Sendung im deutschen Fernsehen. Jürgen Klopp ist bei mir, der Trainer. Jürgen, auf Augenhöhe nach 11 Spieltagen mit Mainz und Frankfurt kann eigentlich nicht der Anspruch eines Vereins wie Borussia Dortmund sein. Ja, was soll ich sagen? Wir haben Probleme. Probleme. Die Mannschaft hält sich einfach nicht an die Vorgaben. Es ist schwierig, noch da durchzudringen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob ich noch der Richtige bin. Müssen wir die Woche mal wirklich kritisch hinterfragen. Aber gut, also muss allerdings auch sagen, dass Mainz und Frankfurt keine Supersaison spielen, aber eine ordentliche. Dementsprechend ist es nicht ungewöhnlich, dass sie uns so auf den Pelz rücken. Das war zwar heute ein auf dem Papier glatter Sieg mit 4:0, aber der BVB hat zeitweise wie eine Auswärtsmannschaft gespielt. Das kann dem Trainer nicht gefallen haben. Nee, ist aber noch sehr laut geworden in der Halbzeit, weil das natürlich nicht unser Anspruch ist, so aufzutreten. Und dementsprechend war einfach schlecht. Wir können froh sein, von Glück sagen, dass wir da noch, dass wir noch gewonnen haben. Aber ja, wir müssen ganz viel ändern, ganz schnell. Und dann muss weitergehen. Wir haben ja nur die Spieler. Ich kann es nicht ändern. Haben kein Geld, um im Transfermarkt nochmal aktiv zu werden. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Bin im Moment ein bisschen ratlos, aber jetzt fahren wir nach Hause, dann wird schon was einfallen. Wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ein Torwart, der weit über 29 ist, der Altersschnitt ist sicherlich auch ein Problem. Kann sich das eine Spitzenmannschaft erlauben? Ich fand, heute hat Roman das sogar recht ordentlich gemacht. Also wenn man ihn morgen sieht, beim Aufstehen, ist ein schreckliches Bild, das er abgibt. Aber auch da muss ich sagen, keine Chance, irgendwas zu ändern. Wir müssen ihn da durchschleppen. Und wir gucken, also wie lange das noch geht. Aber im Moment, ich habe auch da keine Alternativen. Ich kann keinen Feldspieler reinstellen. Das ist der einzige, den wir haben. Und dementsprechend müssen wir uns den ab und zu auch schön saufen. Ja. Er hat nach dem 4:0 jubelnd das Tor verlassen, sein Tor alleine gelassen. Auch das kann dem Trainer nicht gefallen. Spielt er möglicherweise auch die Mannschaft ein bisschen schon gegen den Trainer? Möglich. Wie gesagt, ich muss mir die Bilder nochmal angucken. Ich kann im Moment nicht mehr zu sagen, aber auch jetzt ehrlich gesagt keine Worte mehr. Also das war natürlich wirklich auch ernüchternd heute. Aber gut. Ja, und dann noch eine kritische Frage vielleicht über Ihre Rolle. Ein verdienter Spieler wie Lothar Sippel, der schon viele wichtige Tore geschossen hat, war heute wieder nicht im Kader. Ist es rein sportlich ja nicht erklärbar? Also zwischenmenschlich? Ja, Lothar und ich, wir kennen uns schon lange. Das heißt, wir haben früher zusammen Hessenauswahl gespielt. Er hat gespielt zusammen mit Dieter Hecking im Sturm und ich saß draußen. Ich wusste immer, wenn ich ihn mal als Spieler im Kader habe, werde ich das zurückzahlen. Das mache ich jetzt im Wochenrhythmus. Okay, schönen Dank, trotz allem gute Rückfahrt. Alles klar, ciao. Der eben erwähnte Name Lothar Sippel steht wie kein zweiter für die Krise beim aktuellen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Der Verein in Schwarz und Gelb, er bröckelt. Lothar Sippel im Gespräch. Heute wieder nicht im Kader gewesen, gab es dafür eine sportliche Erklärung? Nö. Hat der Trainer mit Ihnen drüber gesprochen? Nö. Sehen Sie irgendeine Zukunft im Sturm des BVB in Zukunft nochmal wieder aufzutauchen? Nö. Das Tischtuch ist zerschnitten zwischen Jürgen Klopp und Lothar Sippel. Auch das eine Frage, der man weiter folgen muss. Also, wer immer uns wirklich in den letzten Wochen vorgeworfen hat, dass wir dem BVB gegenüber zu positiv berichten, das sollte jetzt erstmal gerade gebogen sein. Ich verspreche, bis zur nächsten BVB-Niederlage. Und dann werde ich auch schonungslos sagen, dass der BVB verloren hat. Ansonsten müssen wir jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen in die Realität reinkommen. Willkommen zu Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs, jetzt auch vom Schreibtisch. Und arbeiten wir das Bundesliga-Wochenende auf mit dem, was in Hannover wirklich passiert ist. Das ging los nach 11 Minuten schon, Shinji Kagawa.